Gesunde Böden sind die Grundlage für gesundes Wasser, gesunde Pflanzen, Tiere und Menschen. Dafür machen wir, die Interessengemeinschaft Gesunder Boden e.V., uns stark. Welche Eigenschaften hat ein gesunder Boden? Diese Böden sollen sehr vital sein, sehr energiereich und vor allem sehr vielseitig in der Biologie, in der Mikrobiologie, in der Makrobiologie. Ja, und ein gesundes Bodenbiom, ja, Mikrobiom, erzeugt auch ein gesundes menschliches Darmmikrobiom. Und dann bleiben wir auch schön gesund, was in der jetzigen Zeit ganz wichtig ist. Zu unseren Mitgliedern gehören konventionell und biologisch wirtschaftende Landwirte, Boden- und Pflanzenspezialisten, Ärzte und Tierärzte, verschiedene Organisationen, Bioverbände, Institutionen, Privatpersonen sowie auch Wasserversorger. Unsere Mitglieder kommen überwiegend aus Deutschland, Österreich, Tschechien, der Schweiz und weiteren Ländern. Durch ein überregionales Netzwerk von Praktikern fördern wir das Ziel, gesunde, lebende und humusreiche Böden aufzubauen, die hochwertige Pflanzen und Lebensmittel hervorbringen. Welche Botschaft steckt dahinter? Die wichtigste Botschaft ist es, dass man zuerst einmal den Boden in das Gleichgewicht mit den Nährstoffen bringt. Und wenn der Boden ins Gleichgewicht der Nährstoffe ist, dann sieht man ja das an den Pflanzen. Wir sehen in den letzten Jahren, dass unsere Betriebe, die wir betreuen, die sich seit 3 bis 5 Jahren intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen und ihre Bodengesundheit verbessert haben, dass wir in diesen Beständen vor allem sehen, dass der Gesamttierbestand stabiler ist, dass wir dort weniger Medikamente brauchen. Denn nur ausgeglichene Nährstoffe im Boden bringen auch nährstoffreiche Pflanzen hervor. Boden ist Leben. Unsere Lebensmittel und die Trinkwasserqualität sind direkt vom Boden abhängig. Wenn Sie mal den ganzen Wasserkreislauf ins Visier nehmen und sehen, dass Wasser ausgesät wird, so wie Getreide ausgesät wird. Wasser braucht ein Saatbett, Wasser muss infiltrieren, Wasser hat eine Vegetationsperiode und hat auch einen Erntezeitpunkt. Durch die richtigen Nährstoffverhältnisse im Boden werden Nährstoffverluste vermieden und die Bodenbiologie gefördert. Dies ist Voraussetzung für den Aufbau von Dauerhumus und Fokus unserer Interessengemeinschaft. Unser Vereinsziel ist eigentlich, dass wir uns auflösen. Ja, und das haben wir dann erreicht, wenn alle Menschen verstanden haben, dass die Gesundheit vom Boden die Basis ist für gesundes Wasser, für gesunde Pflanze, für gesunde Tiere und vor allem für unsere Gesundheit. Die gegenseitige Vernetzung der Mitglieder ist uns wichtig und wir verstehen uns als Plattform, welche altes und neues Wissen sammelt und allen Interessierten zur Verfügung stellt. Denn nur gemeinsam erreichen wir unser Ziel: gesunde Böden. Regenwürmer brauchen wir für die gute Erde. Die Interessengemeinschaft Gesunder Boden e.V.